Sie haben mich zumindest getroffen. Was war da jetzt? Ah, okay, den habe ich befreit. Jetzt haben die wieder zurückgehen können. Bitte sehr, braucht sich gar nicht bedanken. Alles in Ordnung. Hä? Was ist jetzt los gewesen? 170 Erfahrungspunkte gemacht. Aber wir haben Kronen bekommen. Gut so. So, einen Reisepunkt haben wir auch. Dann geht, würde ich sagen, gehen wir gleich weiter in Richtung Yennefer. Vielleicht gibt es gleich nochmal einen Reisepunkt. Obwohl ich es fast bezweifle. So, da ist sie ja. Hätte ich doch zu dem Schiff sollen, wo sie herkommen ist. Gut, dass du da bist. Ich krieg schon Frostbeulen. Du hättest dich wärmer anziehen sollen. Mhm. Gleich nähst du mir Fäustlinge an den Mantel, hm? Können wir? Ja. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich auf Hindersfjall war. Wenn ich mich recht entsinne, geht es hier nach Lofoten. Geschleifte Hütten, frische Gräber. Hier muss es sein. Da gibt's eine Art Versammlung. Der Zeitpunkt ist schlecht. Für Gespräche über die wilde Jagd gibt's nie einen guten Zeitpunkt. Dann folgen wir ihr. Aber sie hat eh Handschuhe an. Wieso soll ich ihr Handschuhe craften oder nähen an den Anzug? So, schauen wir uns einmal an, was bei der lieben Versammlung auf uns. Eine Art Ritual. Wir werden warten müssen. Kommt nicht in Frage. Ach, Jung, Mädel. Liebe Schwestern, entschuldigt die Störung, aber wir kommen in einer wichtigen Sache. Seht ihr nicht, dass wir der Toten gedenken, ihr? Und wir suchen jemanden, der noch lebt. Bitte, es ist dringend. Dann sprich. Die wilde Jagd soll dieses Dorf zerstört haben. Servus Zocker AG, willkommen im Stream. Auch wenn uns kaum jemand glaubt, ihr sicher auch nicht. Habt ihr Reiter auf Pferdeskeletten gesehen? Die Rüstungen mit Raureif bedeckt? Ja genau. Sie sind mit einem Schiff aus den Nägeln der Toten hier gelandet. Wie in den Balladen. Leif schrie, holt die Kinder! Dann kamen sie, trafen ihn ins Gesicht, wollte etwas flüstern. Aber es kam nur Blut. Du wolltest nach jemandem fragen und nicht in ihren Wunden stochern. Es reicht. Was geschah dann? Yen, lass sie in Ruhe. Ach, du kapierst es nicht. Wenn wir erfahren, wo... Doch, ich kapiere es. Du sollst trotzdem aufhören. Du hast recht. Komm zur Sache. Sofort. Wir suchen nach einer jungen Frau namens Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Tut mir leid. Sie ist nicht hier. Wenn sie nicht in einem Grab liegt? Der Name sagt mir nichts. Aber ich habe so viele begraben. Vielleicht habe ich es vergessen. Diese Ciri, hat sie eine Narbe hier auf der Wange? Ja, ja. Was ist mit ihr passiert? Weiß ich nicht. Ich habe sie nur einen Augenblick gesehen. Kurz bevor... davor. Sie war an den Stellen mit dem Feigling. Tausendfach verflucht sei er. Dieser Feigling, von dem ihr sprecht, hat er einen Namen? Er hatte einen. Bis er aus der Sage der Ahnen gestrichen wurde. Es ist, als existiere er nicht mehr. Es ist verboten, mit ihm zu sprechen, ihn zu berühren. Sein Name darf nicht genannt werden. Was hat er denn getan, um das zu verdienen? Er ist vor der wilden Jagd geflohen. Er allein. Wir müssen mit ihm reden. Auch wenn das nicht euren Bräuchen entspricht. Ihr kommt zu spät. Er ist in den Garten gegangen, um gegen Morgwag zu kämpfen. Morgwag? Was ist das? Wer?
meinst du? Der mieseste Mann, der je auf den Skelligen gelebt hat. Nichts war ihm heilig. Er hat das Land seines eigenen Clans angegriffen, Gold von Nilfgaard geraubt, Kinder und Schwangere getötet. Hm, die Sorte kenne ich. Es hieß, er fürchte nur den Zorn der Götter. Das wollte Morgvak nicht auf sich sitzen lassen. Er segelte nach Hindarsfjall, um den Garten der Göttin zu zerstören. Das war vor über 10 Jahren. Die Erzpriesterin Ulve trat ihm in den Weg. Er stieß ihr eine Klinge zwischen die Rippen und warf sie in den Dreck. Während sie verblutete, verfluchte sie ihn. Und Morgvak verwandelte sich in eine Bestie. Ein Fluch? Ein Monster? Du hast Arbeit. Ich kann Morgvak besiegen. Ich weiß nicht, zu was er geworden ist, aber das Silberschwert dürfte wirken. So einfach ist das nicht. Morgvak wurde schon oft besiegt, aber er kehrt immer zurück. Ein komplizierter Fluch also. Ich brauche mehr Details. Verstehe ich, aber mehr weiß ich nicht. Sprecht mit Torda, Sohn des Einer. Er war im Garten, als Morgvak und seine Männer angriffen. Er hat gesehen, was passiert ist. Von allen Pilgern, die damals dort waren, ist nur er entkommen. Er wohnt in Larvik. Ihr findet ihn dort am Anlegeplatz, wenn er nicht gerade auf See ist. So, dann werden wir den komischen Typen am Anlegeplatz aufsuchen. Aber wo ist der Heilige Garten? Wollen wir auch wo noch ist wissen? Dieser Heilige Garten? Weil dort ist auch das nicht Monster. Nicht weit von hier. Im Norden. Wir haben dort einst Heilkräuter gezüchtet. Und jetzt? Jetzt gehen wir nur noch bis zu dem Baum, den die Göttin gepflanzt hat. Dorthin tragen wir unsere Opfer und Bitten. Wer sich weiter wagt, bleibt für immer im Garten. Ein Feigling, der freiwillig in den Kampf zieht. Kommt nur mir das widersinnig vor? Darum hat er es getan. Der Feigling wusste, er kann die Ältesten nur umstimmen, wenn er Morgvak tötet. Und so seine Ehre und seinen Namen wiederherstellen. Ein Prozess durch eine Probe. Typisch für die Skelligen. Ich verspotte eure Gesetze nicht. Respektiert unsere bitte auch. Das sehe ich auch so. Danke für eure Hilfe. Wir werden den Typen killen. Ihr wollt also den Garten aufsuchen? Na sicher. Scheiß mich nicht an. Ich weiß nicht, wenn Fremde den heiligen Boden betreten. Aber nun gut. Der Brauch will, dass Pilger vor dem Baum etwas von ihrem Blut opfern. Der Feigling hat das bestimmt getan. Es sei denn, er war nicht nur feige, sondern auch respektlos gegenüber Freya. Mach dir wegen uns keine Sorgen. Geralt und ich zollen den Göttern immer den Respekt, den sie verdienen. So. Oh weh. Sollen wir jetzt gleichzeitig im Garten gehen? Ich glaube, wir sollen zuerst den einen fragen wegen dem Fluch, dass wir den Fluch auflösen können. Und wäre doch sinnvoller, meiner Meinung nach. Aber okay. Wenn die unbedingt wollen, dass wir gleich den Feigling im Garten helfen. Auch wenn der Feigling tot ist. Wir schaffen das schon. Hey, Geralt, komm zurück. Was ist? Schnucki. Wie denn? Das wirst du dann sehen. Boah, Jennifer, du hast einen anderen Weg als ich angezeigt. Das ist aber auch scheiße. Aber dann bin ich nicht die Frau, in die du dich verliebt hast, oder? Ich habe mich in eine andere Frau verliebt, Jennifer. Ich musste das jetzt endlich mal sagen. Tut mir leid. Aber, ja, wollt ihr nicht beide? So, speichern einmal da bitte noch davor. So, da drüben ist auch irgendein Viech. Mitten am Hügel. Ah, die ist ein Umweg gelaufen, das gibt's nicht. Sieh einer an. Das muss Morg wachsen. Einen Bissen. Nur einen haben. Ein Stückchen. Einen Krümel. Essen! Scheiße! Nicht schon wieder! Hä? So, Servus Batri, willkommen im Stream und Gaming Bauer, willkommen zurück. Warte, bis er mich genauer sieht. Ich habe das jetzt nicht ganz genau verstanden. Also, was? Wo fangen wir an? Ich hab's zu dem Baum, den die Schwestern erwähnt haben.
Willst du für die Göttin bluten? Ja, wir schneiden. Wir schneiden uns da. Hat es getan. Wir könnten seine Witterung aufnehmen. Okay, wir wollen es doch nicht selber machen. Wo soll man hingehen? Jennifer, lauf ein bisschen schneller vor. Der Feigling war hier. Schau, der Abdruck. Er hat sich hingekniet und sich für das Opfer geschnitten. Blutflecken, siehst du? Nein. Ich mag übermenschlich schön sein, aber meine Sinne sind menschlich, nicht wie deine. Darum solltest du hier oben bleiben. Nichts für ungut, aber in dem Unterholz und Dreck wärst du... Dir ein Klotz am Bein? Ich hätte es schöner formuliert, aber ja, das kommt ungefähr hin. Gut, wir machen es, wie du sagst. Zur Not kann ich von hier oben aus zaubern. Ich hatte Einwände erwartet. Ich dachte, du hättest Einwände. Ich? Bitte. Ich kann sehr ungängig sein. Jo, Schnucki. Jan, sieh mir in die Augen. Was führst du im Schilde? Vieles. Wie ich die temerische Krone erringe und Kaer Morhen unter deinem Hintern wegverkaufe. Jetzt geh schon. Okay, sie hat... Folge den Spuren. Das Blut des Feiglings. Reichlich geflossen. Die Spuren einmal finden. Deutlich. Müsste mich zu ihm führen. Ja, so ich soll natürlich gleich da runterlaufen. Ist sehr sinnvoll. Wieso kann ich hier nicht speichern? Hey, hätte ich doch nicht da runter sollen? Wo muss ich hin? So, hüpfen mal da runter. Komm schon. Wäre zwar sinnvoll, zuerst einmal zu casten, bevor er da einfach so runterhüpft, aber ich verstehe jetzt nicht. Was ist da jetzt einmal? Keine Bissspuren. Morgwag frisst seine Opfer nicht. Seltsam. Ist das der Feigling? Nein, der liegt schon länger hier. Was? Ich verstehe dich nicht. Komm näher, wenn du reden willst. Ihre Sinne sind wirklich getrübt. So, Jennifer. Und? Was gibt's? Was weißt du über diesen Garten? Verwandelt in. Was für ein. Ich habe es eine Leiche gefunden, aber das war nicht der Feigling. Das meine ich, ist mir das ziemlich wurscht. Ich gehe wieder runter. Sei vorsichtig. Warte, schöne blaue Augen. So. Wir gehen trotzdem da entlang weiter. Oh, 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 Jungs! Jungs, 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 haltet euch ein bisschen zurück. Das sind jetzt nur Wölfe. Ihr wollt doch nicht sterben. Umsonst. Müsst ihr euch ja klar sein, gegen ein Schwert habt ihr keine Chance. So, was ist denn jetzt da das los? Das Blut des Feiglings. Ja, ich check nicht, wo das Ganze... Das Blut des Feiglings. Gut. Aber wir haben dabei an dem Tor ja auch was gefunden gehabt, oder? Monsterspuren. Es ist gerannt. Hat etwas verfolgt. Ja, gut, weiter. Boah, super, das ist ja wirklich dicklicht. Verfolgen wir das einmal. Verfolgen wir mal. Ein bisschen. Wieso ist immer der Wolf schneller als ich? Beim ersten Schlag. Verstehe ich nicht. Ich soll den noch immer folgen, aber... Wieso soll ich nicht... Ich verstehe das nicht. So, das ist die Leiche, die wir noch nicht gehabt, die nicht brauchen. Irgendwie machen wir da jetzt gerade einen Fehler, weil wir sollen ja den Quest eigentlich machen. Das Problem, was ich bei dem Quest jetzt gerade habe, ist, dass ich da keine Spur mehr finde. Und ich soll ja die Spuren des Feiglings verfolgen. Das Blut des Feiglings. So, gehen wir mal danach. Das Blut des Feiglings. So, wo geht's jetzt weiter? Sag jetzt nicht, wir müssen da rein. Abgeschlossen.
Untersuch das einmal. Nicht so einfach auf. Das gibt's nicht. So geht das auch nicht. Ich check nicht, wo ich hin muss. Die Tür rührt sich nicht. Der Feigling muss sie versperrt haben. Oder verrammelt. Ich muss außenrum. Okay. Gut, jetzt wissen wir mal, dass wir da... Kommst du da hoch, bitte? Oh, da kann er wieder nicht hochklettern. Oh ja, komm. So. Wir werden mal schauen, dass wir da irgendwie reinkommen. Und alles weglooten auf jeden Fall hier herinnen.